Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jade Empire. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben die Halle der Einweisung eigentlich leer gemacht. Komischerweise steht sie immer noch in der Quest drin. Vielleicht müssen wir erst diesen Teil halt die Sklavenlieferung erst machen. Und dann geht es erst damit weiter, dass da vielleicht irgendwie dann doch noch mehr Leute drinstehen. Oder es geht automatisch weiter, oder ich weiß es echt noch nicht, was da Sache ist. Kümmern wir uns erstmal um diese Sklavenlieferung und dann geht es. Ach, vielleicht müssen wir den Beobachter noch wegwerden. Aber der steht ja nicht im Dings drin. Was für Fragen? Nee, da ist nichts mehr eigentlich. Okay, ich hätte nach den Sklaven noch fragen können, aber da wissen wir ja, dass die noch nicht da sind. Dass die eher hier draußen sind. Die Frage ist nur, wo genau sind die? Ah. Sie sollen irgendwo aufgehalten worden sein. Ah, hier geht's automatisch weiter. Sehr gut. Ah, da sind sie ja auch schon. Ihr da, tretet beiseite oder ihr riskiert den Zorn der Lotus-Assassinen. Den Zorn riskiere ich. Die Gefangenen müssen zur Festung gebracht werden, damit Meister Sheen sie inspizieren kann. Ich werde nicht zulassen, dass ihr mich aufhaltet. So, ich kann nicht zulassen, dass diese Lieferung stattfindet. Und warum nicht? Haltet eure Begründung kurz, sonst seid ihr tot, bevor ihr fertig seid. Soll ich versuchen, das mit Lügen zu machen? Damit wir die Sklaven so freikriegen? Oder soll mal mit Kampf? Ich versuch's mal mit Lügen, habe ich noch nie gemacht. Ein einfacher Akolyt will meine Arbeit stehlen, um in der Gunst zu steigen? Was seid ihr? Eines von Gangs kleinen Kindern? Ich diene Meister Sheen und Akolyten haben mir nichts zu befehlen. Naja, war ein Versuch wert. Oh. Euer Meister hat Feinde. Ihr braucht andere Verbündete. Ihr könnt mich von gar nichts überzeugen, ja, okay. Außer von eurer Unverschämtheit, Akolyt. Ich werde das nicht hinnehmen. War auch ein Versuch. Schade, dass es nicht geklappt hat. Verzeiht euch, ihr Närrin. Ihr werdet mich nicht länger aufhalten. Naja, dann gibt's wenigstens zwei Akolyten weniger. Oh. Das hat ja so, hätte ja sogar ein Dings gegeben. Meister, bringt ihr uns zu den Lotus-Assassinen? Nein. Nein, ihr seid frei. Was? Danke. Vielen, vielen Dank. Ich wusste, dass jemand sie aufhalten würde. Eine gütige und aufrichtige Seele. Haben wir doch gern gemacht. Bringt euch in Sicherheit. Geht. Ich bin froh, dass wir ihnen geholfen haben. Ein gutes Gefühl so zur Abwechslung. Ich danke euch. Haben wir gern gemacht. So, guckt jetzt. Jetzt steht es auch hier, ist es weggegangen hier. Es steht immer nur noch die hier, dieser räumt die Halle der Einweisung frei. Halt mal. Da lang müssen wir. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendjemanden da drin finden. Auch wenn es eigentlich keinen mehr geben dürfte. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie verbuggt oder sowas. Wie gesagt, ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie verbuggt. Oder wir müssen nochmal genauer nachschauen, ob da vielleicht doch noch irgendwo einer steht. Ja, oben anscheinend ja nicht. Hier unten auch nicht.
Jetzt gehen wir mal kurz hier lang. Aber da steht auch keiner. Ich sehe auch keinen hier. Oder wir müssen zur Gang gehen und sagen, dass die Halle frei ist. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Also hier steht auch keiner mehr. Ah ne, es geht automatisch los. Okay. Was ist hier los? Wo sind meine Sklaven? Die Golems brauchen Seelenscherben. Und wo sind meine Adjutanten? Faulheit und Verzögerungen werden mit Blut bezahlt. Niemand missachtet Sheens Befehle. Ja, die haben wir vorher erledigt. Bedauerlicherweise werden heute keine Sklaven geliefert, Sheen. Ihr seid ganz neuer Akolyt. Ich verstehe, was hier geschieht. Ihr glaubt, dass ihr euren Meister fördern könnt, indem ihr mich bedroht. Gewagt, aber närrisch. Habt ihr gedacht, dass ihr mich verwundbar macht, indem ihr meine Adjutanten tötet und die Halle leert? Dann habt ihr euch verrechnet. Ich gehöre zu den Günstlingen von Großinquisitorin Gia. Ihr werdet sterben. Schauen wir mal. Oh, wow, 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 wow. Es kommen noch Golems dazu. Ei, 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 ei. Ach, verdammt. Ich kann nichts mehr machen. Aber sowas von kann ich nichts gerade mehr machen. Endlich. Ach, schon wieder. So, jetzt machen wir erstmal einen Schock hier rein. Dann kümmern wir uns um dich. Ja, der wäre schon etwas härter, wenn da seine Adjutanten auch noch dabei gewesen wären. Würde das Ganze schon ein bisschen anders aussehen. Mir ist eine fürchterliche Tragödie zu Ohren gekommen. Unser allseits geehrter Meister Sheen hat auf recht unrühmliche Weise das Leben verloren. Ich bin schnell hierher geeilt, als ich von seinem Missgeschick hörte. Vielleicht hat ihm die Kälte seiner Gemächer die Sinne getrübt und ihn unachtsam werden lassen. Öffnet die Presse. Wie unglücklich. Ich werde mich vergewissern, dass er tot ist, ohne zu nahe heranzugehen. Ich will sein schmerzlich törichtes Ende nicht teilen. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir da den, Ja, er wirkt recht tot. Wie bedauerlich. Wir sollten unseren verstorbenen Kameraden ehren. Aber mich lenkt die Frage ab, wer wohl seinen Platz einnehmen wird. Ich denke, die Antwort ist offensichtlich. Ach, guck mal, jetzt können wir hier... ich speichere hier mal schnell. Machen wir das so. Jetzt können wir... Gut, dass ich das schon gemacht habe, dass ich den Golem schon bereitgestellt habe. Auch wenn es eigentlich jetzt eher dafür da war, um rauszukriegen, wie wir die Maschine sabotieren können, dass die zwei weggehen. Aber jetzt können wir den einen erledigen. Meistergang auch noch erledigen. Dann hätten die Lotus-Assassinen da gleich einen Meister weniger. Und so hat er gesagt, sollte man mal machen. Golem loslassen. Ups. Hat auch nochmal XP gegeben. Hoppala.
So, aber wie geht's jetzt weiter? Weil er wollte uns ja eigentlich vorstellen. Begebt euch in die innere Kammern. Er hat uns ja, er wollte uns ja vorstellen. Und jetzt? Ich gehe mal so auf normal speichern. Jetzt ist ja keiner mehr da, der uns eigentlich in diese innere Kammern führt. Das heißt, das, was ich mir schon die ganze Zeit... Ihr nähert euch eurem Ziel. Großinquisitorin Gia bewahrt in den inneren Kammern viele Geheimnisse auf. Genug, um die Prinzessin zu befriedigen und euch den Weg in den Palast zu öffnen. Hört sich ja gut an. Aber ihr könntet vielleicht mehr erfahren, als sie wissen möchte. Mir ging das jedenfalls vor vielen Jahren so. Wenn ihr etwas zu sagen habt, so, dann ist jetzt die Zeit dafür. Ihr wisst, dass Meister Li versuchte, seinen Bruder aufzuhalten und dabei versagte. Ich war nicht als Zeuge dabei, daher weiß ich auch nicht mehr als ihr. Hugh erzählte euch in Tiens Anleger, dass als Folge dieser Tat Meister Lis Frau zum Tode verurteilt wurde. Zu dieser Zeit lag sie im Kindbett, das weiß ich gewiss. Ich war da. Ich war einer der Elite-Assassinen mit dem Befehl, Meister Lis Familie zu töten. Was? Ich wusste ja, dass ihr eine schlimme Vergangenheit habt, dass man Schreckliches von euch verlangt hat, aber das übertrifft all meine Befürchtungen. Das ist ein bemerkenswertes Eingeständnis. Fahrt fort. Die Hand des Todes überbrachte den Befehl, die Familie auszulöschen. Wir wären Feiglinge gewesen, wenn wir die Weisheit seines Befehls nicht erkannt hätten. Es war der Wille des Kaisers. Ich konnte die Befehle nicht in Frage stellen. Sie konnten gar nicht falsch sein. Dann habt ihr es getan? Ihr habt die Familie meines Meisters ermordet? Die Klagefestung brannte. Euer Meister war geflohen und wir standen über einer Frau, die gerade ein Kind geboren hatte. Ich zögerte und sie wurde getötet. Jahrelang fragte ich, was für ein Wesen einen solchen Befehl geben konnte und was ich war, der ihn befolgte. Es war leichter, ein Feigling zu sein, als das Kaiserreich zu hinterfragen. Jetzt verstehe ich. Und ich hoffe, ich konnte es euch ebenfalls zeigen. Sie haben ein heiliges Vertrauen gebrochen. Deswegen bin ich zurückgekommen, auch wenn ich weiß, was die Hand des Todes ist. Mein Schicksal ist besiegelt, aber ein Geheimnis muss weiterleben. Ich habe sie alle getötet, die Assassinen in meiner Begleitung. Ich habe sie ihre Mission nicht vollenden lassen. Meister Lis Kind lebt noch. Und ich denke, ich weiß auch, wer Meister Lis Kind ist. Er wird es. Die Mutter ist gestorben, er hat das Kind gerettet. Es hieß ja, dass er das Kind gerettet hat. Und es ist Morgenstern. Eindeutig. Sie kennt ihre Eltern nicht. Sie war da, wo die gebrannt hat und so weiter. Zu hat das Kind gebracht gehabt. Von dem, was er schon erzählt hat. Es kann nur Morgenstern sein. Und das würde bedeuten, Morgenstern ist Meister Lis Tochter. Er tragt nun den Blablabla. Ja, okay, da gibt's gar nichts mehr. Okay, hier geht's gleich wieder weiter. Ihr da! Ihr seid Meister Gangs neuer Lotus-Akolyt, oder? Meister Gang hat Großinquisitorin Shia schon zu lange warten lassen. Wo ist er? Da gab's leider einen Unfall. Meister Gang und Meister Schön haben ihre Differenzen schlecht geregelt. Narren! Sie hatten doch Wichtigeres zu tun, als sich um ihre persönlichen Stellungen zu sorgen. Meine Stellung ist in Gefahr, falls Gia ihren Jade-Golem nicht bekommt. Ihr wart Gangs Akolyt. Ihr werdet euch darum kümmern und mir die benötigte Seelenschabe bringen. Da euer Meister tot ist, könnt ihr sie auch während des Rituals präsentieren. Okay, das können wir machen. Ich habe die Seelenschabe bereits. Bringt sie an die Tür zu den inneren Gemächern. Erledigt vorher alles, was ihr hier sonst noch zu tun habt. Großinquisitorin Gia könnte eure Pflichten ändern. Und da haben wir jetzt ja eine schöne Dings bekommen. Oh, ich sollte aber noch heilen gehen. Dass wir danach die ganzen Nebenquests anscheinend nicht mehr machen können, die noch offen sind.
Dann ist auch gut, dass wir das mit der Konfiguration und alles schon gemacht haben. Oh, da liegt noch eine Kugel. So. Ja, dann ist echt gut, dass wir das alles schon gemacht haben. Dann können wir jetzt gerade einfach nämlich weitermachen. Und gehen in die innere Kammer. Und ich bin ja mal gespannt, was wir da alles drinnen finden werden. Und ob wir auch gegen Großinquisitorin Chia antreten müssen. So, nochmal kurz speichern. Muss ich jetzt mit Hinrichter Zugu reden oder kann ich einfach so durch? Ich muss mit ihm reden. Da seid ihr ja, Akolyt. Ich habe schon auf euch gewartet, zusammen mit allen Teilnehmern des Rituals. Der Jade-Golem muss heute Nacht vollendet werden. Da erlebt er, glaube ich, eine... Habt die Seelenscherbe? Sehr gut, Akolyt. Ihr steht kurz davor, im Herzen der Festung aufgenommen zu werden. Habt ihr alle anderen Geschäfte erledigt? Mit der Seelenscherbe werdet ihr eine echte Überraschung erleben. Ja, beginnt mit dem Ritual. Gut. Großinquisitorin Chia wird ganz sicher erfreut sein. Das bezweifle ich sehr. Oh, ist das der Jade-Golem da vorne? Das die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Seelenscherbe ist fertig. Dank der Talente unseres neuesten Lotus-Akolyten. Ihr könnt euch glücklich schätzen, so schnell im Herzen unseres Ordens aufgenommen worden zu sein. Großinquisitorin Chia wird erfreut über euch sein. Nicht wirklich. Jetzt müssen wir das Ritual vollenden. Eine Gruppe von Lehmgolems steht ohne Fokus untätig herum. Dieser Jade-Golem wird sie aufwecken und wie einen Mann führen. Setzt die Seelenscherbe ein. Lasst diese Legion der Unsterblichen unseren Meistern Ruhm erweisen. Was? Was ist los? Ich befehle euch. Ich verlange, dass ihr gehorcht. Ich glaube nicht, dass er das machen wird. Uack. Ach du Schande. Golem verpfuscht. Er ist mit einer Legion von Kriegern verbunden, die jetzt verrückt spielen. Das Fundament wird einstürzen. Was ja gar nicht mal so schlecht ist. Wer seid ihr? Wartet. Ich spüre es bei euch. Ihr seid diejenige. Ihr tragt die anderen Teile des Amuletts. Ich bitte ergebenst um Verzeihung, Großinquisitorin Gia. Dieser neue Akolyt hat das Ritual verdorben. Narr! So verblendet von törichten Ränken, dass ihr eine Bedrohung in unserer Mitte nicht erkennt. Ihr seid wertlos. Und ihr, direkt unter unseren Augen verborgen wie euer Meister. Wir mögen bis eben nichts von euch geahnt haben, aber wir sind nicht unvorbereitet. Wer seid ihr, dass ihr glaubt, ihr könntet euch so leicht bei uns einschleichen? Der letzte Geistermönch. Wir sind aber bescheiden. Ich bin eine einfache Schülerin, die nach ihrem Meister sucht. Eine einfache Schülerin? Ich glaube nicht. Ob Eindringling, Verschwörerin oder Verräterin. Wir überleben, indem wir in jedem den Feind sehen. Aus diesem Grund steht die Hand des Todes in der vordersten Linie der Assassinen. Er zieht Aufmerksamkeit auf sich und lenkt Kritik ab, während der Kaiser seine Macht festigt. Ihr seid genau wie die anderen Bauerntrampel, die in unseren Verliesen hausen durften. Was haben sie zum Ruhme unserer Zeit beigetragen, bevor der Kaiser es wagte, etwas aus ihnen zu machen? Darin liegt die Schönheit von Sun Hais Werk. Er hat das Rohmaterial des Reiches genommen und etwas Nützliches daraus extrahiert. Echt übel.
Für jeden Richter, der Einwände erhebt und jeden Bauern, der Fragen stellt, wird ein weiterer Golem erschaffen. Eine unsterbliche Armee. Ach, du Schein, das sind das viele. Doch die ganze Zeit über blieb eine Bedrohung bestehen. Ein verräterischer Bruder und ein verborgener Schützling. Wir kannten weder ein Gesicht noch einen Namen, aber wir wussten, was sie brauchen würden. Das Amulett, dessen Teile wie Blütenblätter im Wind verstreut wurden. Ihr habt ein paar davon gefangen, aber ihr seid weit von eurem Gipfel entfernt und längst nicht jeder Golem war mit dem verbunden, den ihr beschädigt habt. Mit ein paar Golems kommen wir zurecht. Adi, Geistermönch. Ich werde der Hand des Todes von eurem Ableben berichten. Mit den Zweien müssten wir eigentlich zurechtkommen. Wow. Wobei, die sind relativ größer als... Wow. So, erstmal einen Schock rein und dann kümmern wir uns erstmal um... Ja, das hat nicht mehr gelangt. So. Nochmal ein kleiner Schock und dann kümmern wir uns um dich. Wow. Mist. Okay, eine Großinquisitatorin ist erledigt. Sehr schön. Wir haben einen neuen Stil erlernt, der Jade-Golem. Sehr schön. Da sind wir in der Ritualkammer. Okay. Außerdem besiegt die Groß... Ach, das war gar nicht die Großinquisitatorin? Ihr wisst nun, dass der Kaiser, anders als von Prinzessin Lian angenommen, voll in die Pläne und Taten der Lotus-Assassinen eingeweiht ist. Sobald ihr aus der Festung geflohen seid, könnt ihr ihn mit dieser Information konfrontieren und euch auch mit Zus Offenbarung befassen. Besiegt die Großinquisitorin Chia, bevor sie die Hand des Todes rufen kann und flüchtet dann aus der einstürzenden Festung. So, erst einmal... Nur ein schwaches Ding. Ich dachte, die, wo wir hier besiegt hätten, wäre es Großinquisitorin Chia gewesen, aber das war es wohl nicht gewesen. Über den Krieg. Die Kriegskunst gebietet es, sich nicht nur auf eine zahlenmäßige Überlegenheit an Kriegern oder auf stärkere Waffen zu verlassen. Ein wahrer und dauerhafter Sieg ist nur über die Verbreitung der Kultur zu erreichen. Um einen Konflikt zu beenden, muss man nicht nur die gegnerische Armee besiegen, sondern auch den Widerstand des Gegners brechen. Man muss den Gegner beschwichtigen, ihn im Glauben lassen, er sei der Sieger, oder aber man muss ihn vollkommen vernichten. Ein Land mit anwachsender Bevölkerung kann aus der Ausrottung des Gegners einen großen Vorteil ziehen. Ein leergefegtes Land wird einfach mit der überzähligen Bauern bevölkert und kann dann in kürzester Zeit produktiv arbeiten, da alle wichtigen Bauten bereits errichtet sind. Unter der Herrschaft von Kaiser Yuan Xi wurde diese Methode in den südlichen Sümpfen eindrucksvoll zur Anwendung gebracht. Vermächtnis des Hand des Todes. Ah, weil wir ein Bücherset vollständig haben. Das hatten wir schon lange nicht mehr. So, dann schauen wir erst einmal... Der Jade-Golem? Das ist ein Verzauberungsteil. Dann können wir uns in einen Golem verzaubern. Auch nicht schlecht. Und wir haben hier das Vermächtnis der Hand des Todes bekommen plus 10 Chi. Diese Technik stammt aus den Büchern in der Festung der Lotus-Assassinen. Die Übungen der Hand des Todes sind äußerst fordernd. Sie dulden kein Versagen und niemand, der versagt, wird überleben. Aber im Kern ist das Ziel, sich zu verbessern. Seine Methoden mögen unmenschlich sein, aber jene, die überleben, erwarten eine Art von unheilvoller Erleuchtung. So, kann ich jetzt nochmal zurückgehen?
und uns, naja, das dachte ich mir, dass es nicht geht. Er hat es ja auch angekündigt, dass es nicht gehen wird. Dann können wir nur noch geradeaus gehen. Und dann müssen wir wohl Großinquisitorin Gia auch noch besiegen. Und das ohne Chi. Aber Morgenstern kann uns ja Chi wieder herstellen. Das könnte unsere Rettung sein. Oder wir kommen noch an einen Brunnen vorbei. Schauen wir mal. Aber ich hätte es echt gedacht, dass das Chi gewesen ist, die wir hier besiegt hätten. Aber, ja gut. Entweder ist die Questanzeige nicht richtig aktualisiert worden, oder wir müssen tatsächlich noch gegen sie kämpfen, aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin macht's gut und tschüss.